Willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within. Diese Geräusche, die machen mich total kirre im Kopf. Was zum Anzünden, das mache ich jetzt besser nicht. Zu gehen. Uah. Gott, das hat dieser Vogel das Teil in der Hand. Genau, ich schieße einfach den Vogel, kommt was für die Statue. Sehr geil. Mann.
Mist, das ist langsam ist aber gut, ey. Was soll ich noch alles auszaubern? Oh, hier auch nochmal so eine Falle gewesen. Nach Hause! Nach Hause! Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Was in Teufels Namen? Bildfackelung hier, ja.
Nein, geht nicht. Ich kann dich aber scheißen. Überlebt. So. Sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. So. Bevor wir hier weitermachen, heute ein bisschen kürzere Folge. Sehr spannend momentan, sehr cooles Spiel. Zwischenfazit, macht sehr viel Spaß, Laune, schockt extrem in manchen Situationen. Besonders wenn man vor großen Gegnern irgendwie weglaufen muss und die in den Fall locken muss oder sonstiges, wie der letzte Kampf zum Beispiel. Und diese Ausdauer macht das so extrem schlimm mit dem Wegrennen. Naja, wir werden noch mehr davon sehen. Bleibt dran, wenn es euch gefällt. Bleibt knusprig, ciao.